Himmel und Erde spielen keine Rolle mehr. Für den Ungarn Peter Bezsenyi scheint kein Oben und Unten mehr zu existieren. Es ist ein tolles Gefühl, die drei Dimensionen zu nutzen. Du kannst dich nicht nur nach links und rechts bewegen, sondern du kannst nach oben, unten, links, rechts fliegen, wo du hin willst. Du kannst wirklich alle drei Dimensionen nutzen. Es ist eine Art Freiheit. Bereits mit 6 Jahren steht für Peter fest, er wird Pilot. Heute ist er einer der besten Kunstflugakrobaten der Welt. Mit seinem spektakulären Flug durch eine 24 Meter enge Felsspalte in China und das im Rückenflug steht er im Guinness-Buch der Rekorde. Flugtag Berlin-Schönefeld. Wo sonst Jumbos über die Startbahn rollen, drängen sich dicht an dicht kleine Propellermaschinen. Eine Flugshow ist die Bühne für Kunstflugpiloten wie Peter. Obwohl er heute nur ein abgespecktes Showprogramm fliegen wird, gehört er zu den Stars. Sein Flugzeug, die Extra 330, lockt bereits neugierige Blicke auf sich. Kein Wunder, sie ist ein technisches Meisterwerk, gebaut für schnelle und präzise Bewegungen in der Luft. Das ist, um nasse T-Shirts zu trocknen. Das ist sehr sinnvoll. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe das Flugzeug heute Morgen damit geputzt. Das ist mein T-Shirt. Okay, so, that's not my T-Shirt. Okay, start again. Also fangen wir nochmal an. Es hilft mir, die Winkel für die Kunstflugfiguren zu finden. Ich kann mich damit orientieren. Wenn diese gerade vertikal zum Horizont steht, bin ich sicher, das Flugzeug fliegt vertikal. I'm sure the plane goes vertical. The wing is a one piece. Die Flügel sind aus einem Stück gebaut, aus Kohlefaser. Sehr belastbar. Man braucht starke Flügel für den Kunstflug. Because we need strong wind for aerobatic flight. It's 330 horsepower. Die Maschine hat 330 PS, das ist schon reichlich, aber es könnte noch etwas stärker sein. Ich wäre glücklich mit 100 mehr. Motor, Tank, Propeller. Mehrere 10.000 Schaulustige treffen auf dem Fluggelände ein. Manche wollen sich mit Peter fotografieren lassen. Ein Weltmeister ist nun einmal etwas Besonderes. Vor dem Kunstflug muss die Extra noch betankt werden. Bei extremer Belastung verbraucht die 687 Kilogramm leichte Maschine über 120 Liter in der Stunde. Letzte Instruktionen kurz vor dem Start. Seit dem fürchterlichen Unglück von Rammstein sind die Sicherheitsbestimmungen in Deutschland so streng wie nirgendwo sonst. Wir müssen mindestens 100 Meter hochfliegen. Seltsam. Das 100-Meter-Limit gilt für alle Piloten. Für die Anfänger genauso wie für die Weltmeister. Es gibt keine Ausnahmen, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht, aber ich muss die Anweisungen akzeptieren. Ich werde nicht tiefer als 100 Meter fliegen. Aber das Publikum wird so einen großen Teil meiner Show nicht sehen können. Doch der Flugprogrammchef Dieter Thomas ist unerbittlich. Dann geht's wie beim Fußball. Er wird zunächst verwarnt und wenn man merkt, dass es böse Absicht ist, kriegt er vielleicht eine gelbe Karte und wenn er es wiederholt, rote Karte und dann fliegt er nicht nur hier nicht mehr, sondern auch bei allen Veranstaltungen, die ich leite. Das merke ich mir.
Dann geht es los. Vollkommene Harmonie von Mensch und Technik. Das Flugzeug macht genau das, was Peter will. In weniger als einer Sekunde dreht sich die Extra 330 um die eigene Achse. Die Technik erlaubt fast alles. Hier setzt nur der Mensch Grenzen. Wir fahren nach Ungarn, wollen Peter fliegen sehen, frei von deutschen Vorschriften und Reglementierungen, ihn beim Training beobachten. Wir treffen Peter in Budapest. Mit seiner Frau Tündi wohnt er am Rand der ungarischen Großstadt. Tündi ist Zahnarzthelferin in einer großen Privatklinik in Budapest und jemand, auf den sich Peter verlassen kann. Am Anfang war es nicht einfach, mit Peter zusammenzuwohnen. Ich wusste nichts vom Leben eines Kunstflugpiloten. Aber nach einer Weile wurde mir das vertrauter. Sein Rhythmus, seine Lebensart, die im Vergleich zu anderen sehr viel aufregender ist. Am nächsten Morgen auf einem kleinen Flughafen, kaum 2 Kilometer von Budapest entfernt. Tündi und Peter bereiten die Extra 330 auf eine kleine Reise vor. Denn unser Ziel, der Trainingsflughafen, liegt weiter südlich. 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Wir fliegen heute nach Ögen. Wir können hier keinen Kunstflug machen. Der Flughafen ist zu dicht an der Stadt. Wir können nicht trainieren wegen des Lärms. Kurze Absprache. Peter fliegt mit dem Flugzeug. Die anderen kommen mit dem PKW nach. Heute dreht sich bei Peter alles ums Fliegen. Doch das war nicht immer so. Sein Talent, mit den Händen präzise Dinge zu tun, hätte er auch für anderes nutzen können. Ich glaube, ich war ein ganz guter Pianist. Aber ich habe aufgehört zu spielen. Ich musste aufhören, weil es unmöglich ist, mehrere Dinge gleichzeitig professionell zu betreiben. Die größte Liebe hat gewonnen. Ich habe das Fliegen gewählt. Nach 30 Minuten sind wir am Ziel. Ein kleiner Flughafen im Niemandsland, mitten in der ungarischen Pusta. Längst ist Peter hier kein Unbekannter. Seit Jahren kommt er vor jedem großen Wettkampf zum ehemaligen Agrarflughafen, um zu trainieren. Oder auch nur, um seine Extra voll zu tanken. Doch nicht immer ging es Peter so gut. Nicht immer stand er ganz oben auf der Treppe. To win a competition, it's never easy, because in the world. Einen Wettkampf zu gewinnen ist niemals einfach. Es gibt so viele gute Piloten. Um der Erste zu sein, braucht man immer etwas Glück. Aber ich habe nie davon geträumt, ein Champion zu sein. Ich wollte nur fliegen. Das war's. Wenn du einmal davon probiert hast und du findest es gut, am nächsten Tag brauchst du es.
bis zum Zehnfachen des eigenen Körpergewichts drücken ihn in den Sitz. Dann der Touchdown mit dem Flügel. Das macht ihm keiner nach. Long time ago I went more and more deep. It's not because I wanted to be excited. Vor langer Zeit bin ich immer tiefer und tiefer geflogen. Nicht, weil ich angeben wollte, nein, sondern weil ich mir sicher war, ich kann es. Schritt für Schritt. Am Anfang waren 100 Meter sehr tief. Ich hatte immer Angst, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich 100 Meter tief fliegen kann. Es braucht Zeit und Training und Schritt für Schritt kannst du tiefer fliegen und mehr wagen. Aber mach nicht mehr, als du kannst. Versuche es nie. Melinda was mine till the time that I found her. Anfangs hatte ich Angst um Peter. Ich hatte keine Ahnung, was Kunstflug ist. Jetzt weiß ich, was Peter in der Luft macht. Und ich liebe es, ihm dabei zuzusehen. But that died too. Don't know that I will, but until I can find. So we finished the fly. Now we have a little bit of time for fishing. That's my favorite hobby. Jetzt haben wir etwas Zeit, um zu fischen. Das ist mein liebstes Hobby. Ich habe ein kleines Wochenendhäuschen am Fluss. Wenn ich Zeit habe, fahre ich dorthin. Es ist ein schöner, ruhiger Ort. Es ist eine Art Paradies für mich. It's a kind of paradise for me. A paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. I'm fishing for many, many years. Ich fische schon viele Jahre. Als ich ein Kind war, hat mich mein Vater zum Fischen mitgenommen. Ein Fisch zu fangen ist nicht wirklich wichtig. Wichtiger ist, am See zu sein oder am Fluss. Das ist sehr schön. On the lakeside or the riverside, it's really nice. And when I'm fishing, I have time. Wenn ich fische, habe ich Zeit, über das Leben nachzudenken, über mich nachzudenken. And that's good. Stay and won't play games behind me. I'll be what I am. Am nächsten Morgen. Die Smoke-Anlage braucht wieder neues Paraffinöl. Das wird in den Auspuff eingespritzt. Im Flug entsteht weißer Rauch, damit die Bahnen gut zu sehen sind. Heute sind wir nicht allein. Ein Kamerateam aus Ungarn berichtet fast monatlich über den ungarischen Piloten. Auch andere Neugierige haben vom Trainingsflug gehört, wollen dabei sein. Geduldig steht er Rede und Antwort. Trotz des ganzen Rummels um ihn ist er gelassen geblieben. Und wie das alles weitergehen soll, sieht er entspannt. In 20 Jahren werde ich hoffentlich in einem solchen Stuhl sitzen, mit einem dicken Bauch, an einem warmen Ofen und gute Musik hören. Und eine Pfeife rauchen. That would be nice.
Der Himmel ist die Heimat der Vögel. Wir sind da oben nur Gäste. Deswegen müssen wir aufpassen. Aber es ist ein großartiges Gefühl, Gast zu sein in der Heimat der Vögel.